Hallo, mein Name ist Rune Dahmke und ich habe ja schon mal den Einstellungstest für euch durchlaufen und zum Glück auch bestanden. Und deswegen stehe ich heute auch hier, denn heute startet mein Studium. Dann lasst es mal reingehen. Ich zeige euch, wie das Studium abläuft. Das dreijährige Studium findet mit Ausnahme des Grund- und Hauptpraktikums hier an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung, FHVD, in Altenholz bei Kiel statt. Es gliedert sich in 4 fachtheoretische und 2 fachpraktische Semester. Theorie- und Praxisanteile sind eng miteinander verknüpft. Jetzt haben wir das Unterrichtsfach Kriminalistik. Hier geht es um die Spurensicherung. Normalerweise Aufgabe der Kripo, bei kleineren Delikten macht es aber auch die Schutz- und Wasserschutzpolizei. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Das Unterrichtsfach Kriminaltechnik ist Bestandteil des Studiums und wird in allen Studienbereichen unterrichtet. Die Kriminaltechnik ist überwiegend praktisch orientiert, während an der Fachhochschule im Unterrichtsfach Kriminalistik die Theorie vermittelt wird. Ein elementarer Unterrichtsbestandteil ist die Spurenlehre. Hier bekommen wir einen Einblick in die unterschiedlichen Spuren und Sicherungsarten. Dass der Täter so ein Weinglas in der Tatortwohnung angefasst haben muss. So, das heißt, ihr guckt euch gleich in der Tatortwohnung um. In dem heutigen Unterricht behandeln wir die Fingerabdruckspuren. Diese werden in der Regel mit Schräglicht an relevanten Objekten am Tatort gesucht und bei festgestellten Spuren zunächst fotografisch gesichert. Anschließend wird mit Rußpulver versucht, die Fingerabdrücke sichtbar zu machen. Je nach Material geht dies besser oder schlechter. Glatte Oberflächen eignen sich für die Spurensicherung besonders gut. Nachdem der Abdruck sichtbar gemacht worden ist, wird dieser mit einer Klebefolie gesichert. Im Anschluss wird der gesicherte Fingerabdruck mit anderen Fingerabdrücken verglichen und es können gegebenenfalls Hinweise auf den Täter erlangt werden. Das war ein kleiner Einblick in die Spurensicherung. Der Täter ist natürlich gefasst und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Unterrichtsfach. Und jetzt trainieren wir Einsatztrainingslagen und sind dafür hier beim Einsatztrainingszentrum. Das Einsatztrainingszentrum ist eines der größten und modernsten dieser Art in Europa. Es wurde im Jahr 2018 fertiggestellt und kostete ungefähr 10,3 Millionen Euro. Es bietet den Kolleginnen und Kollegen diverse Trainingsmöglichkeiten. Unter anderem können dort in sogenannten Szenariobereichen verschiedene typische Polizeieinsätze nachgespielt werden. So hat das Trainingszentrum beispielsweise eine eigene Kneipe, Bank oder auch eine nachgebaute Wohnung. Des Weiteren gibt es auch einen weiteren Trainingsbereich, in dem mit Farbmunition trainiert werden kann. Wir üben heute eine sogenannte Einsatztrainingslage. Diese sind Übungsszenarien, die häufigen realen Einsätzen nachempfunden sind. Heute haben wir unsere nächste polizeiliche Lage auf dem Programm. Geht heute um den Einsatzanlass verdächtige Personen. In den Trainingslagen geht es primär um das Einschätzen von Gefahren und Personen, Annähern an Örtlichkeiten, Situationskontrolle der Gesamtlage, Personenkontrolle, das Erkennen von Prioritäten und den richtigen Umgang von Führungs- und Einsatzmitteln. Unsere Einsatztrainingslage hat das Thema Einbruchsdiebstahl in einer Kneipe. So, wir sind jetzt in den letzten Momenten der Einsatznachbereitung. Hier wird nochmal gesagt, was war gut, was war schlecht. Das letzte Feedback wird eingeholt. Und wenn wir fertig sind, sehen wir uns gleich in der nächsten Unterrichtsstunde. Wir befinden uns jetzt auf der Schießbahn. Bevor es gleich losgeht, müssen jetzt erstmal die Waffen überprüft werden. Neben der Waffenüberprüfung müssen auch weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Beim Betreten der Schießbahn rüstet man sich mit einer Schießbrille und Gehörschutz aus. Zudem ist das Tragen der Schussweste selbstverständlich vorgeschrieben. Bevor man mit der Waffe auf der Schießbahn seinen ersten Schuss abgeben darf, wird man umfangreich praktisch und theoretisch geschult. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die rechtlichen Voraussetzungen und die richtige Handhabung gelegt. Allen Kolleginnen und Kollegen sind die Konsequenzen eines Schusswaffengebrauchs im Einsatz stets bewusst. Wir hoffen natürlich, dass wir diese niemals benutzen müssen. Geschossen wird auf der Schießbahn mit bis zu 3 Personen nebeneinander. Da bei der Schussabgabe Hülsen von der Waffe seitlich ausgeworfen werden, ist daher das Tragen der Schießbrille besonders wichtig. Während des Studiums lernt man verschiedene Schießpositionen, die sogenannten Anschlagsarten. Alle Übungen dienen auch der Vorbereitung auf die jährliche Schießübung, welche bei uns Kontrollübung genannt wird. So, ich habe jetzt das Übungsschießen erfolgreich absolviert, denn jeder von uns muss einmal im Jahr eine Kontrollübung bestehen. Wir üben jetzt Einsätze in geschlossenen Einheiten für die verschiedenen Hundertschaften. Nach dem Studium kann man in verschiedenen geschlossenen Einheiten Verwendung finden. Es gibt die erste Einsatzhundertschaft mit verschiedenen Einsatzzügen, wie zum Beispiel den technischen und den Aufklärungszug oder auch die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Die Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen Hundertschaften werden bei polizeilichen Großlagen eingesetzt. Dies können Fußballspiele, Demonstrationen oder auch politische Veranstaltungen sein. Innerhalb von geschlossenen Einheiten gibt es besondere Einsatztaktiken.
Beim heutigen Training üben wir das Vorgehen mit dem Wasserwerfer und das Auflösen von Sitzblockaden. Während der Übung tragen wir eine besondere Körperschutzausstattung, welche ca. 20 Kilogramm wiegt. Dazu kann noch ein Notfallrucksack zur Erstversorgung oder auch ein Feuerlöscher kommen. Die Blockade wurde aufgelöst und damit am Ende auch jeder Handgriff sitzt, ist sehr viel Training erforderlich. So, die Uniform ist aus. Wir sind jetzt in der Schwimmhalle. Jetzt geht's ins Schwimmtraining, denn auch das ist Vorgabe bei der Polizei. Als Polizist in Schleswig-Holstein arbeitet man zwischen den Meeren. Dazu gibt es viele Seen, Flüsse und Kanäle. Dadurch kann es passieren, dass man im Einsatz auch mal eine Person aus dem Wasser retten muss. Aus diesem Grund muss schon bei der Bewerbung ein Schwimmnachweis in mindestens Bronze vorgelegt werden. Damit Sie nachher im späteren Leben tatsächlich auch Menschenleben retten können. Im Schwimmunterricht werden uns verschiedene Schwimmtechniken beigebracht. Dazu kommen Übungen wie Strecken und Tieftauchen sowie das Abschleppen einer Person im Wasser. Nach 15 Unterrichtseinheiten müssen die erlernten Fähigkeiten in einer Prüfung nachgewiesen werden. Der damit erlangte Schwimmschein ist Voraussetzung für den erfolgreichen Studienabschluss. Den Schwimmschein habe ich bestanden. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Wie auch bei anderen Sportarten ist das Laufen bei der Polizei ein elementarer Bestandteil. Schon im Einstellungsverfahren wird die eigene Fitness anhand eines Sporttests überprüft. Nur wer diesen besteht, kann eine Ausbildung bzw. ein Studium bei der Polizei absolvieren. Als Polizistin ist es wichtig, sich fit zu halten, um jegliche komplexen Einsatzsituationen bis hin zu lebensbedrohlichen Einsatzlagen gut bewältigen zu können. Ziel ist es, dass man seinen Laufschein erfüllt. Hierfür müssen wir Männer 5 Kilometer in weniger als 24 Minuten laufen und Frauen in weniger als 28 Minuten und 45 Sekunden. So, das haben wir geschafft. Beim nächsten Lauftraining soll es draußen in den Wald gehen. So, wir sind jetzt in der Halle und haben das Fach einsatzbezogene Selbstverteidigung. Übrigens, wir sind in derselben Halle, in dem auch der THW Kiel ihr Handballtraining hat. Hier werden durch häufiges Wiederholen der Standardtechniken die Sicherheit bei Zugriffen und Widerständen erhöht. Auch heute trainieren wir unterschiedliche Angriffs- und Abwehrtechniken, wie beispielsweise Boxgrundlagen, Deckungsverhalten, Tritttechniken und Extremsituationen am Boden und bereitet uns auf alle besonderen Einsatzlagen bestmöglich vor. So, wir sind fertig und ordentlich in Schwitzen gekommen. Jetzt schauen wir mal, was als nächstes auf dem Stundenplan steht. Wie ihr seht, stehen wir jetzt vor dem Hörsaal Nummer 1, denn das nächste Fach ist Politikwissenschaften. In den Studiensemestern werden wichtige rechtliche, kriminalistische und einsatztaktische Grundlagen für den späteren praktischen Dienst vermittelt. Gesellschaftswissenschaftliche Inhalte aus Kriminologie, Psychologie, Führungslehre und Politikwissenschaften runden das Studium ab. Und bei dem 231, da geht ja diese Gleichung zwischen objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmalen nicht so wirklich auf. Wir als Polizeibeamte sind eine Person der Öffentlichkeit und müssen uns dementsprechend natürlich mit aktuellen politischen Themen auseinandersetzen, um sprechfähig zu sein. Wir besprechen eine Vielzahl an Delikten, die der Dozent anhand von Sachverhalten verdeutlicht. Dabei lernen wir, wie man solche Fälle durchprüft und schließlich zum Ergebnis findet. Der steht unter Paragraph 230. Ein spannender Unterricht geht für mich vorbei und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Es ist geschafft. 3 Jahre Studium sind vorbei. Super spannende, lehrreiche Zeit, aber jetzt freue ich mich wirklich, in den Dienst einzutreten. Ja, ich darf als nächstes Rune Dahmke nach vorne auf die Bühne bitten. Herr Dahmke, herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Studienabschluss in Zukunft. Dankeschön. Danke. Das Polizei. Danke. Ich hab's geschafft. Und jetzt seid ihr dran. Bewerbt euch online.